Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen da zurück zur Darkest Dungeon. Jo, in der heutigen Folge werden wir mal schauen, dass wir wieder ein paar Level 4 Helden weiter pushen, vielleicht mit dieser langen Quest. Jo. Auf jeden Fall ist erstmal unsere Heilerin, die Perikard, gesetzt. Position 3 oder 4. Das ist hier alles Wumpe. Dann nehmen wir noch vielleicht Varai mit. Mhm, auf Position 3. Für Position 2 könnten wir Rainbow Kur mitnehmen. Und auf Position 1 entweder Phantosme oder einen von den Herrschaften da vorne. Nehmen wir Phantosme mit. Die Wächter. Gut. Moment, ein paar Kleinigkeiten müsste man noch upgraden. Bei dir nicht. Bei dir auch nicht. Dann eben nur bei Varai. Und zwar die Seuchengranate. So, aufbrechen. Und noch ein paar Accessoires verteilen. Gut, Nahkampfschaden. Und nimmst mir da noch was für die Treffsicherheit mit. Präzision. Du bekommst die Mappe. Und das da vielleicht. Licht über 50 ist gegeben. Blümchen. Präzision. Nahkampfangriff. Mal die Gefechtsmedizin weg. Und dann schleppst du mir wieder Schrank in Krankheiten. Chance auf Betäubenfähigkeit. Ist interessant. Vielleicht werden wir mit dir auch betäuben. Ja, kann man probieren. Und du schleppst wie immer die Heilfähigkeitszeugsachen mit. Und dann können wir eigentlich aufbrechen. Los, auf zum Gepäck. Ich glaube, ich kaufe den gesamten Essensvorrat auf. Auch auf die Gefahr hin, dass wir eine ganze Menge finden werden. Dann nehme ich 4 Schaufeln. Vielleicht 5. Das Gegengift. Jede Menge Fackeln. Zwei Schlüssel. Ein paar Bandagen. Oh Mann. Na komm, ein paar Heilkräuter. Und dann haben wir keinen Platz mehr im Inventar. Sehr schön. Das ist doch Quatsch. So. Aufbrechen. Das kann ja heiter werden. Den gesamten Laden leer gekauft. The smell of rotting fish is almost unbearable. Gehen wir erstmal hier rüber. Oh, eine Karte. Da kommen wir den gesamten Dungeon aufgedeckt. Oh, sind da viele Kämpfe unterwegs. Na dann. Moment, schauen wir uns das mal genauer an. Naja, die meisten Räume sind ja leer. Moment, wie viele Kampfräume haben wir? 1, 2, 3, 4, 5 Kampfräume, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kämpfe. Könnte man schaffen. Ich kann ja oft genug Pause machen. Das passt schon. Spirits are lifted. Guck. And purpose is made clear. Au! Der fängt ja direkt so krass an. Revanchiere dich direkt. Das habt ihr nun davon. Au. Ich glaube, wir beginnen mit einer Truppheilung. Ja genau, ihr könnt den Platz tauschen. Euch macht das nichts aus.
Betäuben. Hau erstmal zu. Dann stellst du später die Fragen. Gut, ich glaube, wir beginnen mal mit einer Truppheilung. Auch wenn wir nicht zu viel Schaden genommen haben, passt das schon. Und nochmal eine Seuchengranate für euch beide. 10 Schaden, 10 Schaden. Versuchen mal zu betäuben. Jawohl. Ah, der überlebt mit einem HP. Der wird mit 6 HP überleben. Ja, zumindest sind die beiden schon mal stark geschwächt. Gut, nochmal eine Gruppenheilung. Ja. Warum nicht? Naja, die beiden sind eigentlich erledigt. Schau, dass ich nicht irgendwie an den da hinten rankomme. Naja, mach sie beide weg. Dann machst du die beiden Leichen weg. Nee, die machen sich auch selber weg. Sehr schön. Wie reagierst du auf Gift? Nicht gut. Also gönnen wir dir Gift. Dann betäuben wir dich nochmal. Sehr gut. Ja, nochmal eine Gruppenheilung für euch beide hier. Dann sind wir wieder bei voller Kampfkraft. Und du schnitzelst mir den in Stücke mit 6 Schaden. Sehr gut. Optimal. Nochmal betäuben. Haut das nochmal hin. Nein, 150% sind ein bisschen zu viel. Vielleicht zuschlagen sollen. Richtspruch. Gut. Au! Das nennst du einen Schlag? Das ist ein Schlag. Macht auch nicht besonders viel mehr Damage. Aber jetzt bist du erledigt. Nochmal eine kurze Gruppenheilung. Genau, damit sind wir fast voll. Gut, das Zeug kann hier bleiben. Schlüssel? Nein. Na komm, gehen wir mal hier lang. Naja, es gibt ja momentan von hier aus nur eine Richtung, und zwar zurück. So, weiter. Der Sack ist leer. Kommt mir auch recht, weil wir haben volle Taschen. Eine Seuchengranate für dich. Ja, immerhin. Au. Da werden wir frühzeitig eine Rast einlegen müssen, wie es aussieht. Ja, mach schon mal ein bisschen Schaden. Du machst hier etwas Schaden. Aber übertreibt es nicht damit. Schaden sollte man niemals übertreiben. Gut. Weniger gut. As the fiend falls, a faint hope blossoms. So rum? Naja, in 3 Runden bist du von alleine erledigt. Doppelangriff? Sehr gut. 2 Runden. Da können wir uns direkt noch eine Gruppenheilung gönnen. Giftschlag. Damit du noch schneller hier von dann gehst. Ich glaube, du bist erledigt. Genau. 1000 Gold. So, jetzt beginnt die Zeit, wo wir was wegschmeißen sollten. Komm, Schaufel. Ich meinte das Gold natürlich.
Dann werden wir im nächsten Raum schon mal eine Pause einlegen müssen, oder? Oder im übernächsten? The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Den Kampfraum machen wir noch. Guck mal, Rucksack. Glittering gold, trinkets and baubles. Paid for in blood. Ich habe einfach zu viel Zeug mitgeschleppt. Jetzt rächt sich das. Okay, der muss schnell weg. Ich hätte hier die Reihenfolge wieder herstellen sollen. Solchen Granate für euch beide. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt ihr euch verdient. Dann ein Richtspruch für dich. Betäuben wir mal den. Gut. Und du kannst die beide richtig kräftig schwächen. Sehr gut. Mhm. Jetzt solche Granate für dich. Oh, der darf nochmal. Ist ja ekelhaft. Ja, in dem Raum werden wir eh erstmal unsere erste Pause einlegen. Das passt schon. Oh, das passt weniger. So. Genau, machen wir erstmal Schaden. Schaden ist immer gut. Und schadet uns nicht. Slowly, gently. Mhm. This is how a life is taken. Ja, ich glaube, diese fetten Viecher muss man einfach mal mit Giftblatt machen. Oder betäuben. Das geht auch. Gut, in der nächsten Runde bist du weg. ...15 Schaden für 3 Runden. Ja. Er hat dann nichts mehr zu lachen. Und tschüss. Wunderbar. Ich kann davon nichts mitnehmen. So, erste Pause. So, und wir nehmen auch direkt 8 Rationen. Stress hier reduzieren. Weniger Stressschaden für dich. Verhindert nächtliche Hinterhalte. Gönnt man sich. Verhindert auch nächtliche Hinterhalte, ist gut. Du mehr Präzision. Ist irgendjemand krank? Nein. Na gut, dann kann man mit dem einen Punkt nichts mehr anfangen. Na dann, ausruhen. Ich fühle mich gesund. Zumindest heute. Ich labere immer denselben Quatsch. Zumindest heute. Ja, ja, die Nahrung. Siehst du, die sind mir dankbar. Und das ist doch... Das ist doch das, worauf es ankommt. Ja gut, nehmen wir die Kämpfe mit. Oh oh. Bitte widersteh. Nein. Nun gut, dann kommst du erstmal nach vorne. Dann... Betäubst du mir den da? The promise of safety. Au. Du greifst beide an. Continue the onslaught. Destroy them all. Solche Granate. Dann bekommst du schon mal ein bisschen Damage. Und wir sind wieder dran. Gut. Eine Truppheilung wäre nicht verkehrt.
Aber mach hier erstmal deinen Schaden. Ja, im nächsten Kampf brauchen wir dringend mal eine Truppheilung. Gut. Nee, die Truppheilung gibt es diesmal noch nicht. So. Nahrung. Hier. Oh, guck mal. Was schmeißt man weg? Wobei, Fackeln könnte ich brauchen. Schmeiß sie trotzdem weg. Zitrin kannst du mal liegen lassen oder einsacken. Gut, weiter. Und dann geht's hier lang. Den Kampf nehmen wir auch mit. Wir sind sehr gut unterwegs. Das müssen wir ausnutzen. Wer hat die meisten Ticks? Wobei, dir wollte ich mal auf die Sprünge helfen. War es das? Ja. Bekannter Betrüger ist weg. Von mir aus. Guck mal, zwei Quallen und ein Fischstäbchen. Immer wieder nett, eure Bekanntschaft zu machen. Greift ihn da hinten an. Au. Gut. Gut. Wie oft willst du dich denn noch betäuben lassen? Hau den. Hau beide. Und tschüss. Ein rechtschaffener Schlag, genau. Da gebe ich dir recht. Und der ist erledigt. Bringen wir mal die Reihenfolge wieder in Ordnung. Weil Varai hat ja ihr Taschenmesser dabei, von daher passt das schon. Und ein leerer Raum, sehr gut. Und wieder zurück. Dann geht's hier hoch. Zwei Kämpfe. So, hier entlang. Die paar Räume, die ziehen sich ja schon ganz schön, oder? Der muss weg. Nun gut, das bekommen wir hin. Wenn wir auch mal dran kommen. Oh, au! Solche Granate für euch bei. Die gefällt euch doch immer so gut. Au. Da vorne hast du nichts verloren, Mädchen. Eine Gruppenheilung, genau. Die gar nichts bringt. Naja, immerhin ein guter Schlag. Sehr schön. Weg mit dir. Ja, doch. Na komm, du musst weiter nach vorne. Damit wir dich besser angreifen können. Weh, du heißt jemanden. Nee, du machst eine Stresswelle. Ist in Ordnung. Ist absolut legitim. Würde ich auch nicht anders machen. Jetzt stehst du schon wieder da hinten. Hm.
Naja, wichtig hier. Genau, kommt erstmal näher ran. Great is the weapon that cuts on its own. Noch eine Gruppenheilung. So kommen wir langsam auch wieder auf volle Kraft. Und weg mit dir. Läuft doch. 1000 Gold liegen lassen. Mach. Lass liegen. Oh, ich habe nur noch 7 Fackeln. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Und den Kampf machen wir in dieser Folge noch, dann gönnen wir uns ein kurzes Folgenpäuschen. So, alle 4 sind überrascht. Das fängt doch schon mal gut an. Und mir fällt gerade auf, dass das hier die bessere Position ist. Gut. Scheiße, ich die Seuchengranate nicht anwenden konnte. Dann wären die beiden schon tot. Also zumindest der hier. Ich meine sie. Und er heilt nicht, das finde ich gut. Aber dass die jetzt beide Stress machen, das finde ich dann eher weniger gut. Nun gut, dann lohnt sich die nächste Pause umso mehr. Und du beschützt sie jetzt? Ernsthaft? Kannst du sie auch vor einer Seuchengranate schützen? Ja. Dadurch bekommst du den Schaden. Aha. Ah. So dämlich muss man sein. Alle sind gezeichnet. Das ist jetzt mal nicht so gut. Mach ihn platt. Dann müssen wir weiter auf dir rumknüppeln, weil du beschützt sie ja und das finden wir ja nicht so toll. Nee? Nee. Finden wir nicht toll. Dann hauen wir dich weiter zum Matsch. Du hast es dir so ausgesucht. Ja doch, die Blutegel werden noch genug zu saugen haben. Dafür soll ich jetzt eine Bandage einsetzen? Ich glaube nicht. Es lohnt sich ja gar nicht. Giftschlag für dich. Das fängst du wieder ab, oder? Moment, du springst dazwischen, um aufzuweichen. Du bist so ein Dödel. Blutest du nochmal? Jetzt lohnt sich die Bandage definitiv. Genau. Und dann darfst du dir noch einen Kill gönnen. Willst du nicht? Ach ja, stimmt, das ist Rembokur. Der fällt sich immer anders, als man es von ihm erwartet. A trifling victory. But a victory nonetheless. So, meine Freunde, was sich in dieser Truhe befindet, erfahren wir dann leider erst im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.